Seit seiner frühesten Jugend ist Altbürgermeister Uwe Schneider aus Zwönitz mit der Literatur eng verbunden. Schon in seiner Jugend schrieb er erzgebirgische Erzählungen mit historischem Hintergrund. Auch Geschichten um seine Person fanden den Weg aufs Papier. Diese erzgebirgischen Geschichten sind ein Teil meines Lebens. Das heißt also von dem Buch, wie ich in Ausgang war, wie ich Halbsteiger war, wie ich Aufsteiger war, wie ich ein Staatsfeind war, wie ich ein stilles Wasser war und wie ich der Bürgermeister war. Diese Bücher mit über 200 Geschichten ist also ein Stück wahres Leben. Mit einem seiner Hauptwerke kam Buchautor Uwe Schneider zur Börse. Hier stellte er sein Buch Das Erzgebirgische Dekameron den anwesenden Gästen vor. Er gab Einblicke und Hintergründe zur Entstehung seiner tragischen, humorvollen und zum Teil frivolen Geschichten zum Besten. Die Geschichte um das Begräbnis vom lustigen Onkel Paul löste beim anwesenden Kind eine Glaubenskrise aus. Nie und nimmer hätte ich gedacht, dass mein lätscher Onkel so viel Freunde hat. Erstmal ging's da mich feig zu. Ich schluchzen und gammern ohne End, näher als der Pastor auf der Kanzel mahnet, der Paul wär in sein Lahm Andra gewesen, wo er doch bald mit 40 noch immer kein liebevolles Herz in sich gehabt hätt, da kamen beide Mansen mit einmal ins Feizen auf. Was heißt Feizen? Ein richtiges Lachen fing an. Es macht sich in der Kirche grad wie eine angesteckte Krankheit. Kein Schnupptischel konnte doch sticken, kein Husten drüber weghelfen. Staunen sich zwei Leute nur in die Angucken, fing es gleich wieder an. Die Predigt fiel zwar ins Wasser bei den Weibsen, dein Mansen aber tat sie in der Kahl stecken bleiben. Von Pastor war die Beerdigung bestimmte Martyrium, und doch hätte ich drauf gewettet, dass hier und da auch ein Schmunzeln in sein Gesicht zu sah. Neben Büchern in erzgebirgischer Mundart schrieb Uwe Schneider auch als Mitautor an Chroniken mit. Eine neue Chronik wird zur 500-Jahr-Feier von Günzdorf erscheinen und Zwönitz bekommt eine 650-seitige, neue, historisch belegte Ausgabe.